So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Namen vergessen gerade. Wir haben gerade Sokolov hier abgeliefert und wir könnten noch hier bleiben. Ich könnte noch ein bisschen durchsuchen, aber an sich habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe alle Runen, soweit ich weiß. 5 von 5, 3 von 3, Outsider Schreine 1 von 1. Sogar fast alle Münzen, also 1500 fehlten noch. Zwei Alarme habe ich ausgelöst. 35 Gegner eliminiert. Die hilflose Frau vor den Ratten gerettet. Ja, ich würde mal sagen, fortsetzen. Dann mal sehen, wie viele Runen ich gleich habe und für was ich die verwenden kann. Fragestunde. Jetzt kann ich natürlich nicht ins Menü, um mal eben fix nachzugucken. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Oh, cool. Fußfesseln inklusive. Geil. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hunde auf. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ah ja. Ah, eine schöne Bootsfahrt hier. Bei Nacht und Mondschein. Da läuft bei den Bootfahrten läuft das aber immer extrem unflüssig. Also da habe ich schon immer Lecks. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätten vor allem nicht so viel umgebracht und umbringen können. Und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Ja. Ja. Sagen wir erst nochmal Emily gute Nacht. Und ich wollte hier noch bei Pierre, oder wie er heißt. Bei Piero. Piero war das, ne? Ja. Eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Na dann helf mir mal. Schleichschuhe, der Bauplan, den du... Geil, Schleichschuhe 1. Schleichschuhe, die Schritte sind leiser. Gekauft. Noch leiser, ja klar, warum nicht? Geile Sache. Ich würde sagen, ich kaufe mir noch ein paar Armbrustbolzen. So dass ich voll hab. Gesundheitselixier. Ne, habe ich 9 Stück. Kabelwerkzeug kam ich bisher auch immer mit raus. Davon habe ich noch 4, davon habe ich noch 2. Das reicht an sich alles noch. Ich kann mal Artefaktkapazität eigentlich erhöhen. Das gut. Und die Kugelkapazität einfach auch noch, weil ich die Kohle dazu habe. So, und dann würde ich sagen, mal ganz fick, mal ganz fix Knochen Artefakte. Und demnach würde ich sagen, nervtötendes Ziel nehme ich einfach noch mit rein. So, Kräfte, ich habe wie viele? Ich habe 3 Runen. Das reicht für Windstoß, Beweglichkeit 2. Au, schneller bewegen wäre natürlich geil. Gesundheitsregeneration. Blutdurst. Boah, weiter teleportieren. So viele geile Sachen. Und ich weiß schon wieder nicht, was. An sich könnte ich mir alles holen. Also würde ich mir am liebsten alles holen. Beweglichkeit wäre natürlich geil, wenn ich mich noch schneller bewegen kann. Weil mitunter finde ich mich ein bisschen langsam. Blutdurst, ich weiß nicht, was da mit Adrenalin gemeint ist. Gesundheitsregeneration, ich glaube, ich will mich schneller bewegen können. So. Entschieden. Armbrustbolzen, Armbrustbolzen, Armbrustbolzen. Knochenartefakt.
des pendelnden Anwesens wegen einer privaten... Geil, wie hier alles so rumsteht, muss ich nur alles ein bisschen durchsuchen. Stimmrechte gehen an Lord Trevor Pendleton über, der in dieser Zeit Trauer um Rücksichtnahme bittet. Unter dem Bett? Alter, wie schnell er ist. Mit dem Klettern und alles. Ups, das ist geil. Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall. In das Gebäude muss ich rein? Wie komme ich denn da rein? Respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Wie soll ich da reinkommen? Dafür brauche ich einen Schlüssel. Meine Münze. Cool. Zack, meins. Kann ich hier noch irgendwas klauen? Scheiße, ich will das Knochenartefakt haben. Vielleicht durch die Kanalisation? Nee. Alter, der ist echt viel leiser. Das ist ja richtig geil. Ach so. Shit. Egal, es ist nur ein Knochenartefakt, keine Rune. Ich denke einfach mal, darauf kann man verzichten. Ich müsste jetzt den Schlüssel finden und ich habe keine Ahnung, wo der ist oder so. Lord Pendleton ist heute Abend im Anwesen. Er hat dort zu tun. Es geht um den Tod seiner Brüder. Sie verstehen es sicher. Nein. Meine Gemächer. Über die Dächer geht's auch nicht, ne? Ne, das geht nur durch die eine Tür. So sehe ich das jetzt. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Das heißt, da kann ich nicht rein und das heißt, ich gehe gleich schlafen. Nachdem ich mein Zimmer durchsucht habe, ob hier nicht noch irgendwo was liegt. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Und schon wieder Lex, ich hasse es, ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, ich kann keine Munition mehr tragen, Betäubungsbolzen. Okay, gut zu wissen. Ja, jedenfalls, das ist ein Knochenartefakt, musste ich die letzte Aufnahme unterbrechen oder wurde unterbrochen aufgrund von Speichermangel. Ah genau, da kam ich ja nicht ran. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und wir müssen schlafen, allerdings lese ich mir vorher noch die Notiz von Piero durch. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Weiner organisiert haben. Ein unschätzbarer, wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie, weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird. Na dann. Können wir jetzt endlich schlafen? Es ist Zeit zum Ausruhen. Ne? Ja, nutze Betäubungsbolzen über die Schnellauswahl, bla bla bla, um Gegner nicht zu töten. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Du kannst gerne hierbleiben. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Soll sie hierbleiben. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Alter, so ein Dreck hier gerade wieder. Leckt das hier schon wieder. Ich kriege hier eine Krise. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einsetzungsball wird ohne Verzögerung stattfinden. Ja, gut. Ich nehme eine Folge jetzt eben auf. Aber dann muss ich erstmal zusehen, dass ich das Gelege wegkriege. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Gut, ich würde sagen, gehen wir zu... Sokolov, genau, nicht Solokov, Sokolov.
Mal wieder auf konventionellem Wege, wie eh und je. Juhu! Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Okay. Kaiserlicher Arzt. Was geht ab? Ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Okay, was macht er das? Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin. Ach ja, genau. Der Ultrasprung. Oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Oh ja. Und wir werden ihn aufhalten. Hoffentlich. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, Alter, wie das mal so flüssig läuft und dann mit einmal so total scheiße. Und Schlimmeres. Ja, kommt hin. Bis Sie betteln zu reden. Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lord Regenten. Das hatte ich aber schon gelesen. Die Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lord Regenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Oh. Das wollen wir ja auch noch mal sehen, ne? Es ist Zeit, ihn zu befragen. Ja, dann befragen wir ihn doch mal. Sie sind Teil dieser Unruhe. Alter, wie ich schon wieder hier das Spiel an die Wand klatschen will. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lord Regenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus dem Mund zwingen. Hey, so überlebst du wenigstens. Meine Willenskraft ist legendär. Oh, mach ich gerne. Ja, mal sehen, ob die Ratten hungrig sind, was? Nein, Sokolov. Nein, keine Ratten. Ha, geil! Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich so viel dazu. Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe ihre Rückenansicht gemalt. Lady Boyle. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Beul es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Geil. Ein Maskenball im Haus. Ja, so sieht's aus. Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber oh, ich hab ja eine Maske. Also wird Ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie müssen ja sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Ja. Geil, das haben wir erledigt. Kein Ding. Wie ich höre, sind ja, viel mehr war hier jetzt nicht. Was geht ab? Ich habe nur eine kleine Alter, wir sind schon wieder am Saufen. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Warum auch immer. Wir müssen wieder zu Samuel, wie auch immer man ihn nennen will. Alter, wie schnell man ist und wie leise wir jetzt laufen können. Richtig geil. Oh. Alter. Drecksfisch. Meine Fresse, da springe ich zu weit und gleich bin ich zum Arsch, ey. Fuck. Aber nicht für jeden. Na, ich werde meinen Spaß haben. Ja, bringen Sie mich mal zum Boyle-Anwesen.
Lady Boyles letzte Feier. Du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord Regenten. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Ich will mal kurz gucken in den Optionen. Und zwar bei Grafik habe ich hier... Rattenschatten gibt es auch. Wo waren das? Och Mann.